Was machen? Auto waschen, Bruder. Heute ist wieder gutes Wetter. Heute wieder Wetter. Ich spaß hier Pullover an, Alter. Ja, darüber Job, du warst auch der Einzige, der duschen war gerade. Echt? Wart ihr nicht duschen? Nein, Simson war auch duschen. Du warst duschen, ne? Ja. Ja, Chokusel. Ihr Ekligen, Alter. Ja. Soll ich kleine Waschporn machen? Ja. Aber warte, bevor wir anfangen, was sollen die Leute machen? Hä? Abonnieren und Glocke machen. Weil jetzt am Wörthersee gucken immer mehr Videos, immer mehr Leute Videos, aber keiner abonniert, Alter. Filmt jemand dich, wie du dein Auto wäschst? Oder wäscht immer wieder jemand anders dein Auto? Jagobert wäscht. Ich wasche mein Auto gar nicht. Zucker, du hast richtige Praktikanten. Hammer, ne? Maschallah, den müssen wir immer mitnehmen. Guck, er wäscht. Hey, Marci. Hey, Bruder. Was geht? Auto waschen, ja? Heute, soll ich Porn machen? Von meinen? Von allen. Okay, mach. Schnips. Nein, ich hab nicht gefühlt. Nein, immer noch nicht. Schnippst du mal? Warte. Schnippst du? Nein, das war noch schlimmer. Schnippst du? Nein. Nochmal. DDM-Bewegung. Tja, fahren wir los oder was? Wohin, zum See? Erst unsere Frauen abholen? Erst nach Hause, Frauen holen. Und dann zum See. Und dann zum See? Ey, fahren wir denn erstmal hin? Einheits? Turbokurve. Wie immer. Aber okay. Wir stellen uns diesmal vorne hin, nee, nicht ganz hinten. Nein, vorne. Vorne, egal wo, mitten auf dem Weg, Baba am Arsch. Alles klar. Geil, ne? Was denn? Das ist der Typ, dem der Turbo gehört, ne? Ja, hier ist VW Turbo gerade drauf gekommen, der rote. Ja, das ist der Typ, dem der Turbo gehört, zu dem Polo hingeht und sich den abcheckt. Ja, klar. Das ist ein Polo, Alter. So, ja, das ist Jakob in seiner Klasse, weißt du schon? Der macht so ein Ding. Ja. Ich finde so ein Ding gar nicht viel. Die Rücklöschen sind aber cool. Ja. So, VW6 Turbo. Dein Auto? Hi, Victor. Alex. War das ursprünglich ein originaler Golf 3 V6? Das war originaler Golf 3 V6, mhm. 2018 gekauft,
2 Jahre später war ich erst mal im Wörthersee, also sprich 2020. Okay. Naja, da war ich da, Nadeldruckhügel und wo man hier so sitzt. Ja. Und ja, da habe ich die Golfzeit gesehen und Wahnsinnsanleistung, wie ein Hügel hochgebrecht. Und ja, ich dachte mir, sowas musst du auch haben. Ja. Ich bin zu meinem Kollegen gefahren, der hat halt Werkstatt in Schönebeck bei uns, ICP heißt er. Und ich sage, ich brauche genau das, will ich haben. Das willst du haben. Ja, wir können das immer billig machen, wir können das noch immer teuer machen. Ja. Ja, ja. Ich sage, na wenn, dann würde ich schon gleich was Vernünftiges machen. Ja. Und ich wollte einmal den Motor auf 1000 PS standfest machen. Okay. Ja, und ach, ja, und GTX 35 ist drauf, also Corsair GTX 35. Ja, ja, schön. Auf 480 PS. Okay, aber das ist aber Low Boost, ne? Low Boost habe ich extra Map, das sind 280 PS. Okay. Und 480 sind jetzt erstmal durch die Benzinpumpe. Was hast du für eine Pumpe? Oh, das ist eine Bosch 440, glaube ich. 044, ne? 440, ja. Genau. Aber an sich... Schaftpläne, drin, alles, also immer verstärkt, ja. Auch auf dem Geld gekostet. Ja. Du bist jetzt aber nur auf Nummer sicher gegangen, ne, mit dem 480 PS. Nur auf Nummer sicher, genau. Ja, ich würde erstmal gucken, der Motor hat, wie gesagt, jetzt erst 1500 Kilometer runter. Okay. Also ein bisschen Einfachphase gerade. So gesagt, ja, 1000 Kilometer haben wir gesagt, Einfachphase, ja, die würde ich vom Wörthersee halt noch machen, ja. Da habe ich halt meinen Launch erhöhen lassen. Ja, Flatshift mit drin. Ja, das hätte ich schon ein paar Mal probiert. Ja, geht gut. Ja, aber kann man ja. Aber aus dem ersten machen. Kannst du auch nicht starten, ne? Nee. Macht gar keinen Sinn, ne? Macht keinen Sinn, ja. Also, was fährst du für Kupplung? Das ist eine Sachs-Zwei-Scheiben-Kupplung. Ist das. 0-2-M-Getriebe, kurz übersetzt. Ja. Oh, geil, hast du richtig Rennfeeling. Ja, aber zu kurz. Zu kurz? Das ist zu kurz, ja. Ich will das mit dem Dieselreiz jetzt noch überarbeiten, ja. Weil es einfach wirklich zu kurz ist. Fährst du bei 110 km bis mit 1.000 Umdrehung, ja. Sechs Thermikproblem, wird sofort warm. Ja. Ja, da muss was anderes her. Aber an sich schönes Auto, es gefällt mir sehr gut auch mit dem Rot. Eigentlich stehe ich gar nicht auf rote Autos. Also ich wollte am Anfang auch kein rotes Auto, er hat mich überzeugt davon. Ich wollte eher so ein Giftgrün oder Orange, ja. Okay, also schön auffällig. Auffällig, genau. Der war ja vorher mintgrün foliert, ja. Der war dann 19 Jahre Plastik, überall ringsrum, wie das dann halt so war, ja. Und er hat gesagt, entweder oder, entweder Leistung. Und wir wollen das so ziemlich original mit ein bisschen Optik. Ja. Oder du gehst weiter auf den Plastikbomber, aber da können wir keine Leistung geben, weil es kommt keine Luft durch. Ja. Gut, dann stand das fest, ja. Also auf Original gebaut, wie man die Autos ja auch eigentlich macht. Welche Firma hat den gebaut oder hast du den selber gebaut? ICP Schönebeck hat das gebaut. ICP Schöne Grüße an Marcel. Ja. Ja. Aber also, geh doch mal dran. Ne? Da geh ich offen. Sehr geil, sehr geil. Schön. Finde ich. Vor allem die Lösung. Also wir haben Kumpels, die haben auch V6 Turbo. Mhm. Und das war halt nicht gemacht, ne? Also die haben tatsächlich ein Stück Schlauch drauf gehabt auf dem Turbo. Ach so, ehrlich, ja. Mhm. Ja, und dann ist er das immer ist dann. Halt immer abgeflogen, ne? Ja, das ist richtig. Beim ersten Mal durchladen, wir haben ein Kollege gehabt, ein VR Turbo mit 600 noch was. Ja. Auf 2,2 Bar. Ja. Und dem ist ständig der Schlauch hier um die Ohren geflogen. Also der ist immer abgeflogen. Das ist einfach durchgeladen, weg. Ja, das ist mir noch nie abgeflogen. Also tipptopp, ja. Bremsanlage fährst du? V-Max, ja. Das ist schöne Bremse. Ja. Ich habe das immer schon gesagt, weil manche fahren auch Porsche, ne? Manche fahren Porsche. Mein Kollege, der das gebaut hat, fährt halt V-Max, ja. Der ist begeistert davon, ja. Gibt so ein Fahrwerk davon, ja. Das kommt als nächstes Mal komplett überarbeitet, halt das Fahrwerk, ja. Okay, was fährst du für ein Fahrwerk? Boah, das weiß ich auch nicht, was da in die Tagen ist. Das war noch das, wie ich ihn gekauft habe, ja. An dem Fahrwerk habe ich selber noch gar nichts verändert, ja. Aber man merkt es halt. Die Schwelle sind interessant. Ich wollte gerade sagen, die sind mir gerade... Ja, und da habe ich auch keine Info zu, die hat er auch besorgt. Und da haben jetzt schon mehrere Leute gefragt, was das für Schwelle sind. Ich kann es nicht sagen. Ey, die gefallen mir sogar sehr. Die stechen sehr raus. Das sieht nicht so übertrieben aus, ja. Nein, das ist nicht dieses typische von Golf 3, dass du hier zwei dieser Aufgaben hast. Richtig. Vorne, hinten, sondern genau. Da ist ein bisschen schneller. Ich könnte sogar vermuten, dass ihn irgendeiner vom E36 abgeschnitten hat. Ja. Dass du diese Biegung nicht hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Die Blinker finde ich sexy. Ja, die Seitenblinker, die finde ich richtig cool. Also ja, die habe ich auch gekauft im Internet. Okay. Habe ich auch noch nicht mal gesehen, aber ich denke, das sind einfach nur LED-Blinker. Und die sind einfach nur lackiert mit diesem VR6. Eine Schablone gemacht, ja. Und dann halt das VR6. Aber sonst so mit Polizei hier schon Theater gehabt, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, nee. Wir sind schon ein paar Mal vorbeigefahren, wie gesagt, ein paar Mal durchgeladen. Haben sie auch Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Ja, besser ja. Ist. Aber wir sind auch mit einem Hänger da. Ja, also, okay, gut. Was ist. Jetzt kommt wieder gleich noch ein Kollege, der hat noch einen S4. Okay. Ah, schön. Ja, einen roten, genau der gleiche, genau gleich aus. Auch von der Firma. Ja, na, ist auch gleich hier. Ansonsten schon schön hier, ja. Ist schön, ja, die werden auch immer seltener, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Na, gestern oder vorgestern habe ich nur Auspuff gemacht, ja. Alles, was laut war, das haben sie alles rausgezogen. Ja. Ich habe ja auch, ist ja auch kein Karton drunter.
Ja. Ja, sowas fährt das wirklich gut. Ja. Schneid das raus. Ich ja. habe ein Bild gepostet, wenn du Angst hast, dass sie deinen Cut klauen, entferne ihn, dann passiert es nicht. Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, sehr schönes Auto. Schönes Auto. Danke. Viel Spaß ja. euch noch, danke schön. Ja. Danke euch. Lasst euch nicht, ne? Ja, Jule. Ich reiß mich zusammen. Ja. Da ist der S4, was der meinte, mit dem Golf 3. Weil der sieht nämlich 1:1 genauso aus. Es ist ein scheiß zeitloses Auto. Ne? S4 ist immer schon ein geiles Auto gewesen. Da ist er. Aber ein S. Es ist kein RS. Ein S. Es ist nur ein S. Alter, das ist richtig. Geh mal zur Seite, will ich parken. Das ist richtiges Krankheit, Alter. Ja. Aber schön. Gut. Ich hab ganz einen Meter. Brauche ich noch einen Meter. Ich will gerne mit dem Motor besetzen. Hast du nicht ganz Unrecht gehabt, sieht genauso aus. Ja. 4 bis 5, Alter. Zeitloses Auto, Alter. Ja, ist es wirklich. Ja. Zeitloses. Auch schön, einfach. Aber ist ein S, ne? Also S4. Ja, genau. Okay. Schönes Auto. Hallo. Danke, danke. Hi. Hi. Da, hi, Waldemar. So. Schönes Auto. Ja. Ja, erzähl mal was. Das ist dein Auto. Ja, das ist mein Auto. Das ist rot. Das ist rot. Ja, das ist rot. Rot und der ist schnell. Das ist rot, schnell. Und ich hab ihn noch nicht lange. Er ist relativ neu. Okay, was fährst du an Leistung? Das sind 2,7er Biturbo, ne? 2,7er, ja. Okay. Jetzt gerade 400 okay. zum Einfahren. Okay. Du hast jetzt gerade 1500 Kilometer runter. Okay. Ab und aufgeholt. Also habt ihr beide gleichzeitig ungefähr die Autos fertig gekriegt? Ja, ein Jahr zuvor. Ich war ein Jahr zuvor. Okay. Was ist das? Der Winter davor, der Winter danach. Ja. Also wusstet ihr nicht, was ihr nächsten Winter macht, deswegen den? So ungefähr? So ungefähr, ja. Okay. Nee, ja. Anisteck. Du hast ihn schon gehabt oder hast ihn frisch gekauft? Gekauft. Gekauft. Ja, das war ganz super Zufall eigentlich, ja. Ja, war ganz super Zufall. Wir sind nach Berlin gefahren, wir waren noch nicht so mit Autos. Mhm. Und ich habe gesagt, was würdest du, wenn du so ein Auto holen würdest, was würdest du kaufen? Okay. Oh, na, wenn du wäre das bloß ein Audi A4 B5. Limo. Limo. Ja, immer, ja. Ist für mich die Limousine halt, ja. Schlechthin. Ja, und dann kam der Zufall, dass... Ich kenne jemand, der unser Auto, also mein Umgebot hat, ihn vorher hatte, einen verkauft. Mhm. Weil jetzt auf BMW umgestiegen ist. Und so kam ich dann zum B5. Ja. Schön, ey, sind schöne Autos, Mann. Ja. Da kannst du nichts falsch machen, vor allem mit dem Motor, ne? Ja, da kann man gar nichts falsch machen, erst recht, wenn noch was kaputt ist. Ja. Den geht man richtig kacken, ey. Was hast du für Turbolader drin oder was in Serie? Keine Serie, ne? Nee, ne? Nee. Hab schon ein bisschen zurüstet. Keine 04. Aber geil ist, dass er zwei davon hat, nicht nur einen. Ja, können wir mal schön rot in Serie das fahren. Ja. Jetzt ging erstmal der Kühlwasserschlauch kaputt. Dann ging die Spritpumpe kaputt. Naja, so geht's am Lampen. Ja, aber das sind Sachen, die halt passieren. Ja. Gerade wenn immer alles raus ist, jede Stelle bewegt wurde, jede Schraube gedreht wurde. Ja. Ja, bei Tuning ist das halt so, ne? Immer unten anders. Entweder man liebt es oder man hasst es, ja. Ja, das stimmt. Ist eine Woche vorher den ständig in den Arsch getreten, die guckt, ob irgendwas passiert, dass man zu Hause auf die Hübe noch was machen kann. Mhm. Kommt hier runter, ich glaube in 3 Stunden abgeladen, Kühlwasser drauf. Ja. Ach du Scheiße. Öl ablassen, aber wir sind Gott sei Dank gut reingekommen und haben hier die Werkstatt noch gefunden. Mhm. Und nur Wengel, der ist eigentlich der ist ganz patent. Ja, Autobike okay. Hier ja. In Klagenfurt, ja, kann man nur empfehlen. Da kann man nur empfehlen, also der hat auch gleiche Seelen, gut, alles klar, hier vom Treffen, raus Auto, Ruf auf die Bühne. Ach krass, ja, ja, alles, das ist alles, cool. Alles liegen gelassen, ja. Kann ja meinen Aufruf umschmeißen. Eventuell. Morgen bin ich erstmal dran. Okay, das Problem. Ja, nachdem man ein bisschen mit der Lounge ein bisschen gespielt hat, jetzt ist er ein bisschen undicht geworden, ja. Ja, muss irgendwo im Krümmer, Abgashäuser irgendwas sein, ja. Müssen wir mal gucken. Ja gut, so viel Vergewaltigung. Ja. Kann Material. Hinterlässt Spuren, ja. Ja, klar, natürlich. Das ist auch gut. Wir kennen das selber vom Driften. Wir haben auch 2, 3 Driftautos zu Hause gebaut. Und ja, zu Hause in den Bergen. Ab und an. Richtig. Ja. Und dann fährst du auf dem Treffen, keine 5 Minuten, zack, erste Antriebswelle dahergeflogen. Ja. Ja. Und dann stehst du da, weißt du? Und vorher bist du aber wahrscheinlich 500 Kilometer die dritte, ohne dass das passiert. Richtig. Ja, genau. Man kennt sich an. Ja, gut, aber das hat nicht jeder gehabt. Aber auf seine Motorhaube. Genau. Das Carbonblaue. Das Carbonblaue, aber nur S4, ja? Ja, ja. Ja. Der S4 hat das in Rot. Das ist schon voilà. Nee, das ist ein Malkarbon, ja. Geil. Das mit den blauen Federn war nur der S4.
Man sieht nicht viel, ne? Man sieht nicht viel. Du siehst doch nichts, ne? Lala siehst du eh nicht. Das ist ja, an der Bude ist ja alles versteckt. Es ist der. Das ist der. Du kommst ja eigentlich prinzipiell nichts ran. Ja. Ja. Außer Motor ausbauen. Ja. Hier ist der Motor ausbauen. Das ist ja nicht mal anders als Tausch, um den Motor auszubauen. Meine Meinung ist, dass. Wo Audi sich dachte, scheiße, was bauen wir für Kacke, haben die zu viel Geld gehabt und Langeweile und haben das gebaut. Ja. Was machen wir jetzt nach dem 5-Zylinder-Turbo? Ja. Machen wir was anderes Cooles? Ja. Ja. Genau. Alter, die haben echt was durchgezogen. Vor allem, wenn du überlegst, dass man 30 Zylinder verbannt hat. Ja. Und halt da. Ja. Alter Schwede. Alles hier rein, die Bux. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, aber wehe. Traum ist halt das Auto wirklich blöd, ja. Da ist der BMW toll. Ja. Da kommst du überall richtig ran. Ja. Ne. Kannst du vergessen. Deswegen hat der Vollbesitzer auch gewechselt. Genau. Bei Simon, ich glaube, 7, 8 Jahre, er hat die Schnauze von dir abgehauen. Ja. An Turbolader kommst du nur von unten. Ja. Ja. Aber? Mit den ganzen Fingern brechen. Genau. Downpipes ab, Motor raus. Ja. Ja. Das ist einfach. Ja. Das ist halt beim Hört sich blöd an, ist aber so, ja. Front raus. Motorhaus, ja. Ach du Scheiße. Das ist. Ja, dafür hast du ein S4, ne? Ja, ja, ist so. Hört sich an wie ein S4, so Leute drüber. Ne? Er kann den perfekt, Alter. Ja, auf jeden Fall sehr schönes Auto. Schönes Auto. Sehr schön. Vor allen Dingen zwei gleiche. Ne? Ja. Geil. Dann. Hey, Jungs. Obwohl, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Jetzt können wir nicht mal daneben stehen. Ich wünsche euch was. Viel Spaß euch noch. Vielleicht sieht man sich die Tage. Ciao, ciao. Mach's gut. Ja. Geil. Wie gesagt, zwei gleiche halt, ne? Sollen wir Schluss machen für heute? Ja. Mach's gut.